Im privaten Alltag nutzen wir dankbar die Möglichkeiten, die Digitalisierung bietet, um unser Leben zu erleichtern. Wir lassen uns zum Beispiel von Google Maps effizient von A nach B leiten. In der Fertigung verzichten Unternehmen jedoch häufig auf digitale Möglichkeiten und nutzen beispielsweise Excel oder Papier für die Produktionsplanung. Dabei haben etwa 90% der Betriebe Planänderungen bereits in der ersten Schicht. Warum also nicht auf eine Art Navigation zurückgreifen, um die Aufträge effizient durch die Produktion zu leiten? Mein Name ist Nadine Martin. Ich bin für die Geschäftsentwicklung und Kommunikation bei der Istos GmbH verantwortlich. Istos ist eine der digitalen Einheiten von DMG Mori. Und unser Ziel ist es, Sie bei der effizienten Planung und Steuerung Ihrer Aufträge zu unterstützen, sodass Ihr Fertigungsplan stets aktuell ist. Planung und Steuerung funktioniert häufig nach demselben Prinzip. Manuelle Planung mit Excel oder analogen Plantafeln. Doch was ist die Folge, wenn Eilaufträge, kurzfristige Änderungen oder Ausfälle nicht sofort berücksichtigt werden können? Die Arbeit mit veralteten Produktionsplänen. Planung ist also ein Balanceakt zwischen der Auslastung und der Liefertreue. Und der Regler dabei sind die Pufferzeiten. Je zuverlässiger also Ihre Planung, desto weniger Pufferzeiten müssen Sie einplanen und desto besser Ihre Auslastung. Das Besondere bei Production Planning und Control von Istos ist, dass die Planung eng mit der Rückmeldung aus der Fertigung verzahnt ist. Das heißt, Production Planning und Control gibt Ihnen Planungssicherheit durch die exakte Ermittlung von Vorlaufzeiten, die Verbesserung der Auslastung um bis zu 25%, durch die Reduzierung der Planungsaufwände um bis zu 60% und durch die volle Transparenz über Ihre Kapazitäten. Production Planning und Control erhalten Sie in zwei Versionen. Erstens als sofort nutzbare Webprodukte aus der Cloud und zweitens als Pro-Version für die vollautomatisierte Planung installiert auf Ihrem Server. Production Planning und Control aus der Cloud besteht aus drei aufeinander abgestimmten Produkten. Entwickelt für kleine und mittlere Fertigungsbetriebe, denn sie sind sofort nutzbar, wartungsfrei und benötigen keinerlei Training. Produkt 1 ist das Planning Board, ein intuitives Tool für die manuelle Produktionsplanung mit Assistenzfunktionen. Die Software ist für den einfachen Ersatz von Excel oder Papier geeignet und berücksichtigt begrenzte Ressourcen, wie beispielsweise Arbeitsplätze, Maschinen oder Mitarbeiter. Das zweite Produkt ist Production Feedback. Das ermöglicht die Echtzeitrückmeldung aus der Fertigung, gibt dem Maschinenbediener einen Überblick über alle aktuellen Fertigungsaufgaben und ist direkt mit dem Planning Board verbunden. Das dritte Produkt im Bunde ist das Production Cockpit. Ein einfach strukturiertes Dashboard, das alle Informationen auf der Fertigung auf einen Blick visualisiert. Je nachdem, ob Liefertreue, Auftragszahlen oder der Status relevant sind. Und es lässt sich ganz individuell konfigurieren. Schauen wir uns das im Detail einmal an. Für die Planung aller Aufträge an Maschinen und Arbeitsplätzen nutze ich das Planning Board. Hier sehe ich alle Ressourcen und Aufträge, die auf den Maschinen hier im Fronten für das Digital Event geplant sind. Auf der rechten Seite unterstützen mich vielfältige Assistenzfunktionen bei der Planung aller Aufträge und verhindern Einplanungsfehler. Hier sehe ich auch die Aufträge, die der DMU 105 Monoblock zugeordnet sind. Der Fertigungsauftrag 1 der Müller GmbH ist beispielsweise für heute geplant. Gehen wir also an die Maschine. An der DMG Mori Maschine kann ich ganz einfach über Celos Production Feedback aufrufen. Sollten Sie Maschinen ohne Celos besitzen oder andere Arbeitsplätze einplanen, so können Sie ganz einfache Tablets dafür nutzen. Hier sehe ich nun in der Vorgangsliste alle Aufträge, die auf dieser Maschine geplant sind. Wir gehen davon aus, dass ich mit der Fertigung des Bauteils beginnen möchte. Also wähle ich den Fertigungsauftrag 1 und beginne mit Fertigen. Sofort ändert sich der Status des Vorgangs und der Fortschritt des Auftrags ist sichtbar. Beende ich nun den Vorgang im Production Feedback,
gebe ich die Anzahl der gefertigten Gutteile und die Ausschussmenge ein. Diese Information wird nun direkt an Planning Board übermittelt. Im Planning Board wird dementsprechend der Auftragsbalken des Fertigungsauftrags 1 automatisch auf den tatsächlichen Startzeitpunkt verschoben und auf die gemeldete Dauer korrigiert. Die Fertigungsrealität überschreibt also immer die Planung. Zudem habe ich die Möglichkeit, den Plan entsprechend nochmal zu verändern und geplante Aufträge zu verschieben und Planungslücken zu schließen. Sie haben die Möglichkeit, die cloudbasierten Produkte unverbindlich für 30 Tage zu testen. Eine kurze E-Mail an sales@istos.com genügt. Die Frabona GmbH mit Sitz in Frankfurt am Main konnten wir bereits von Production Planning und Control überzeugen. Und da persönliche Erfahrungsberichte überzeugender sind als jede Produktpräsentation, freue ich mich über den Besuch von Camelo Bonanno, Geschäftsführer der Frabona GmbH. Hallo Camelo. Hallo, vielen Schön, Dank für die Einladung. Danke, sehr gerne. Camelo, gemeinsam mit deinem Bruder führst du ein Fertigungsunternehmen in der zweiten Generation. Ihr fertigt Einzelteile, Prototypen, aber auch Serien von 5.000 bis 10.000 Stück auf Jahresabruf. Nun ist Covid-19 ein sehr vorherrschendes Thema. Wie gut kommt ihr derzeit durch die Krise? Wir haben in der aktuellen Lage das große Glück, dass unsere Auftragsbücher gut gefüllt sind und wir arbeiten im Dreischichtbetrieb. Und deshalb ist für uns Prozesssicherheit und maximale Effizienz besonders wichtig. Und das beginnt bei einer zuverlässigen Fertigungssteuerung, die die Realität der Produktion einbezieht. Das heißt, ihr habt das Glück, dass ihr Production Planning und Control derzeit benutzt, um quasi eure hohe Auslastung optimal zu steuern. Jetzt glaube ich aber, dass einige Marktbegleiter vielleicht vor größeren Herausforderungen stehen. Was glaubst du, inwieweit kann Production Planning und Control hier unterstützen? Ja, das stimmt. Die Lage erfordert von vielen maximale Flexibilität. Ich weiß, dass bei anderen Lohnfertiger derzeit die Aufträge meist kurzfristig und schwallartig reinkommen. Und da hilft Planning ungemein. Die Geschwindigkeit, die Flexibilität und die Effizienz ist einfach gewährleistet. Ja, für uns selbst hatte die Webanwendung noch einen weiteren Vorteil. Mein Bruder, der den Bereich der Produktion verantwortet, befand sich für 2 Wochen in häuslicher Quarantäne, unerwartet, und konnte von dort aus die Produktion steuern und hat auch gleich Feedback, also Rückmeldung über die Fertigungsstände erhalten. Das klingt doch schon mal gut, dass es da gut unterstützt hat. Jetzt habt ihr zuvor auch mit Excel geplant und nutzt jetzt seit einer Weile Production Planning und Control. Was kannst du zu der Anwendung bisher sagen? Das Produkt ist intuitiv zu bedienen, ermöglicht einen einfachen Einstieg tatsächlich und vor allen Dingen auch kurzfristige Machbarkeit. Bereits nach einer Woche konnten wir den ersten Anwendungsfall also wirklich durchstarten und wir haben zuerst die Artikel angelegt, die Arbeitspläne und zum Schluss alles halt einmal durchgetestet. Die Software passt wirklich optimal zu unseren Anforderungen als typischer Lohnfertiger. Uns hat das Know-how vor allen Dingen auch von der Firma Istos und die Marktkenntnis überzeugt letztendlich. Ausschlaggebend war aber auch die Vernetzung vom Planning Board und vom Production Feedback. Gerade das macht die Planung halt bei uns so zuverlässig. Und ich glaube, man kann wirklich nicht viel falsch machen, wenn man sich bei der Optimierung der Auslastung auf die Produkte vom Maschinenhersteller verlässt. Ja, danke fürs Kompliment, das klingt auf jeden Fall sehr begeistert. Und wie war das denn? Wie konntet ihr eure Mitarbeiter überzeugen, also so eine neue Software einzusetzen? Ja, natürlich war die erste Befürchtung, ich werde kontrolliert. Wir haben uns aber vorab mit der Belegschaft, also mit den Mitarbeitern zusammengesetzt. Und am Ende hat die neue Planungssicherheit tatsächlich alle überzeugt. Und du selbst hattest keine Bedenken bezüglich der Sicherheit von Cloud-Anwendungen? Nein. Alle Fragen bezüglich der IT-Sicherheiten wurden letztendlich wirklich überzeugend beantwortet. Und sind wir ehrlich, Cloud-Anwendungen ermöglichen mir maximale Flexibilität. Ich spare mir viel Aufwand mit der Wartung und auch Installation. Wie ein Großteil anderer Unternehmen nutze auch ich Microsoft 365 und das liegt schließlich auch in der Cloud. Dann Camelo, eine letzte Frage noch. Wie ist dein Fazit? Ihr nutzt das Produkt jetzt schon eine Weile und konntet ihr denn die Ziele, die ihr euch gesetzt habt, für die Einführung der Software bisher erreichen? Ja, absolut. Wir konnten seit der Einführung unsere Auslastung um 25% verbessern. Für uns ist Production Planning und Control der Single Point of Truth für alle fertigungsrelevanten Prozesse und Vorgänge. Ich kann Planungslücken schließen, Auftragsspitzen abfangen und verteilen.
Ja, dann vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast und uns einen kleinen Einblick in deinen Fertigungsalltag gegeben hast. Und ich hoffe, wir konnten Sie von den Vorteilen der digitalen Produktionsplanung überzeugen. Und ich würde mich freuen, wenn wir auch Sie in Zukunft dabei unterstützen dürfen, Ihren Fertigungsplan stets aktuell zu halten. Bis dahin wünsche ich Ihnen ein spannendes Digital Event. Bleiben Sie gesund!